Wir erwarten für die Verimpfung der Bevölkerung in der Schweiz 3 verschiedene Impfstoffkategorien. Und die eine Kategorie die erfordert, dass man den Impfstoff in der Lagerung bei minus 80 Grad kühlt. Und wir haben zu diesem Zweck spezielle Ultratiefkühlschränke hier in unseren Infrastrukturen installiert, dass wir auch die Lagerbedingungen jederzeit garantieren können. Bei der Lagerung hat für mich die Sicherheit 2 Hauptaspekte. Der eine Aspekt ist die physische Sicherheit, Sicherheit gegen Umwelteinflüsse, gegen vielleicht auch Sabotage, gegen Diebstahl, wo unsere Infrastrukturen natürlich sehr gute Voraussetzungen bieten, um das zu verhindern. Auf der anderen Seite die Integrität des Impfstoffs als sich, wo ganz wichtig ist, dass die vorgeschriebenen Lagerbedingungen zu jeder Zeit eingehalten werden, wo wir mit unseren Infrastrukturen garantieren, wo wir mit Raumüberwachungssystemen auch während 24 Stunden, 7 Tage in der Woche überwachen, mit Alarmierungen auch die Alarmauslösung sicherstellen, dass wir sehr schnell eingreifen können und garantieren, dass der Impfstoff stetig die richtigen Lagerbedingungen hat. Wir sind aktuell mitten in der Ausbildung unserer Mitarbeitenden. Die Mitarbeiter sind sehr motiviert. Es ist ihnen sehr klar, um was es geht bei dieser Ausbildung, dass sie dann einen ganz wichtigen Beitrag leisten für die Verimpfung der Schweizer Bevölkerung. Wir kommen sehr gut voran mit dem Ausbildungsprogramm. Es geht vor allem um Sicherheitsvorschriften. Es geht um Qualitätssicherungsvorgaben, dass wir auch die gute Vertriebspraxis im Umgang mit dem Material jederzeit sicherstellen.